Und das mit einem frischen Gesicht in der Startelf. 19 Jahre ist Lukas Harlang. Der darf heute, der muss heute ran, weil es Reto Ristić auf zwei Positionen umbauen muss. Freundliches Hallo mit Thomas Kleine, dem Coach der Bayreuther. Schauen wir auf die Startelf. Der Hallenser Gebhardt im Tor. Dann rückt Vollert wieder hinein in die Startelf. Landgraf geht dafür hinüber, weil Nico Hug gesperrt ist mit der fünften Gelben. Und eben der Mann mit der 16, Lukas Harlang. Er muss Niklas Kreuzer ersetzen. Gelb-Rot gesperrt. Sazar davor, Herzog und Dennis. Zimmer, Schied, Berko und Stetschik. Das sind die, die gewohnt sind davon. Und wir haben die Gastgeber in den gelben Trikots. Das ist Kirsch, der hat dort Geburtstag, wird 27 Jahre alt. Auf Nollenberger, der verlädt da Niedfeld und ganz da draußen kommt Latteier. Zum ersten Mal auch Lukas Harlang da in der Szenerie, Meter weg, nichts passiert, aber so eine kleine Warnung, aufpassen. Heute ja zum zweiten Mal in der Startelf. Der Freistoß von Herzog für den AFC auf der anderen Seite. Berko setzt nach mit Niedfeld. Nochmal raus auf den Kapitän. Schöner Move von Niedfeld. Linker Fuß reingelöffelt und Stetschik. Vollerts. Geklärt von Latteier. Und Sazar, der Schuss, dann geblockt. Halle macht das gut, ist wach, ist dran, drückt und schnürt die Gastgeber in der eigenen Hälfte ein. Und dass Niedfeld nicht nur köpfen kann, das hat er hier richtig toll gezeigt. Gute Doppel-Dreifachchance vom Halleschen FC. Reto Ristić seit 12. Februar Trainer in Halle. Seitdem hat der Verein nicht verloren. Nächste Standardsituation für die Gäste. Ecke HFC von Aaron Herzog mit dem rechten Fuß. Gut hineingebracht. Ball ist hoch, ist ganz schwer für Petzold. Niedfeld! Der Ball an der Latte. Da war der Keeper schon geschlagen. 21. Minute, der Kapitän mit der bislang besten Chance. Da ist Petzold ein bisschen der Weg versperrt, weil Kirsch vor ihm steht. Und Niedfeld mit der großen Chance. Bayreuth im eigenen Stadion, Mitte der ersten Halbzeit sehr defensiv. Aber Kirsch macht es dann schnell mit diesem Steilpass auf Nollenberger. Felix Gebhardt muss zweimal zugreifen, aber da ist kein Mann in Gelb. Weit und breit. Aber so schnell kann es gehen. Den Gegner so ein bisschen einlullen und dann machen sie es schnell. Ähnlich auch das Erfolgsrezept gewesen, als seine Mannschaft 2-1 letztens in Dresden gewinnen konnte. Thomas Kleine mit der schweren Aufgabe, das Team in der Liga zu halten. Gute halbe Stunde gespielt. Bayreuth. Zieheis. Schön den Körper dazwischen gestellt. Der Lupfer vorbei an Gebhardt. Aber Sazar ist da. Stellt hier klasse den Körper rein. Und dann der Lupfer. Aber sie laufen durch. Sazar, Gefahr gebannt. Halle. Über Stetschik. Abgefangen. Kirsch ist das, der Kapitän. Mit dem Fehlpass. Sazar dazwischen. Steckpass auf Berko. Berko, lange Ecke, Tor. Halle führt in Bayreuth nach 40 Minuten. Und das sowas von verdient. Ausgangspunkt hier, Sazar, der den Braten riecht, in diesen Pass von Kirsch hineingeht. Und dann das zweite Saisontor. Aber was für ein Katastrophenpass. Heute wird er 27 und macht als Kapitän solch einen schlimmen Ball. Ohne Blick zum Tor, zweites Saisontor für den Winterneuzugang des Halleschen FC, Erik Berko. Und der AFC bleibt dran. Schöne Verlängerung von Herzog. Rüber auf Lukas Harlang. Der hat Tempo. Der 19-Jährige übergibt das Ganze an Zimmerschied. Berko! Lattenkreuz! Dicke Chance aufs Zweite. Auch hier wäre Petzold nicht rangekommen. Mit 1-0, mit seinem Tor, geht's dann in die Kabine. Und das schmeckt natürlich nicht nur den Spielern, sondern auch denen, die zuschauen müssen, wie der gelb-rot gesperrte Niklas Kreuzer letzte Woche ja
gegen Aue frühzeitig runter. Zweite Hälfte zunächst keine Wechsel. Kirsch, der hat natürlich Wut im Bauch, treibt seine Mannen an. Nollenberger gegen Landgraf. Schöner Haken, Nollenberger, linker Fuß, drüber. Bayreuth erhöht den Druck immer wieder über Alexander Nollenberger. Gute Stunde vorbei. Bayreuth wird dominanter. Ball flippert raus, sie bleiben dran. Nollenberger, Pfosten! Und dann schreien sie allerhand, der Ball ist frei. Und Arne Arning, der Schiedsrichter, sagt, nee, weitermachen, wir schauen hin. Unübersichtliche Situation. Hier der Schuss von Nollenberger an den Pfosten. Und dann springt der Ball. Niedfeld an die Hand, aus ganz kurzer Entfernung, aus meiner Sicht korrekt, hier einfach weiterlaufen zu lassen. Die Gastgeber mit dem Freistoß. Hauritz, Heinrich und ganz da hinten haben sie den Captain vergessen. Benedikt Kirsch und Gebhardt, bei dem bedanken sie sich alle. Der vereitelt den Ausgleich. Ganz da hinten, schön durchgelaufen und dann ist Gebhardt dran. Es kommt wenig Entlastung vom HFC. Dann mal Dennis auf Omladic. 98 Spiele in der zweiten Liga im Januar nach Halle gekommen. Omladic. Rostock-Braunschweig führt. Letzte halbe Jahr in Slowenien. Jetzt also wartet er noch aufs erste Tor im Trikot des hallischen FC. Nick Omladic. Sie brauchen die Unterstützung. 10 Minuten noch gilt es, diesen knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Omladic. Tunay Deniz, schön mitgenommen, schiedsrichter Assistent sagt aber Handspiel und Tunay Deniz gibt dem Ball nochmal einen Kick und Tunay Deniz hatte schon gelb gesehen. Das weiß natürlich auch Sreto Ristić und dann gibt's gelb-rot, schon wieder so ein vermeidbarer Platzverweis. Kreuzer ja letzte Woche mit Trikot ausziehen nach dem Tor beim Elfmeter. Gelb-rot, Halle. Die letzten 10 Minuten plus Nachspielzeit, also mit einem Mann weniger. 2 Minuten noch. Bayreuth drückt. Argement Diawosi, neu gekommen, am dritten vorbei. Diawosi. Ball zunächst vor Niedfeld erstmal rausgeschlagen. Aber zu kurz. Bayreuth bleibt in Ballbesitz über den eingewechselten Fenninger. Neuaufbau. Gebhardt, das war wichtig, dass er den schnappt. Da vorne in Höhe des Elfmeterpunkts. Wichtiger Rückhalt. 4 Minuten gibt's obendrauf. Halle sehen den Pfiff herbei. Den Schlusspfiff von Arne Arning. Und da ist er. Halle gewinnt das Duell gegen Bayreuth um den ersten Abstiegsplatz mit 1:0. Das ist der zweite Sieg in Folge. Das gab's noch nie in der Saison. Ich glaube, das war ein Spiel auf Messerschneide. Zum Glück hat Bayreuth, zum Schluss hat Bayreuth ganz schön gedrückt. Aber wir haben alles reingehauen. Wieder eine unnötig rote Karte bekommen. Es ärgert mich, dass wir es immer wieder gleich machen. Aber im Endeffekt heute scheißegal, wir haben die 3 Punkte geholt und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für uns. Wir hatten die ganze Woche sehr, sehr erfolgreich. Wir haben eine englische Woche, wir haben Pokal gespielt, da sind wir auch weitergekommen. Das ist sehr, sehr positiv, aber jetzt gilt es wirklich zu regenerieren und dann am Freitag geht es ja weiter. Wir schauen von Spiel zu Spiel und das ist schön, heute wirklich wahnsinnig wichtige 3 Punkte für uns, um diese Distanz ein bisschen zu vergrößern. Aber es ist nichts passiert und so gehen wir die Sachen an. Halle jetzt 4 Punkte plus auf die Abstiegszone. Das war ja heute ein Big Point in Sachen Klassenerhalt. Aber der nächste dicke Brocken wartet schon. Nächsten Freitag geht's zu Hause gegen Osnabrück.